Moin moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu Resident Evil 7. Oh ja, ein Pietsmeet probiert wird dies hier sein. Und ein Let's Play wird es aber auch dazu geben, und zwar von Christian in VR von der PlayStation 4. Und das kann er leider heute nicht euch präsentieren, da er beim, ich sag mal, einen größeren Zahnarzttermin hat und deswegen heute nicht aufnehmen kann. Nichtsdestotrotz wollen wir euch auf jeden Fall Resident Evil 7 zeigen und Christian wird dann in den laufenden Tagen ein Let's Play aufnehmen mit VR. Ich spiele das ohne VR auf PC und will jetzt eigentlich direkt starten, denn ich bin ultimativ hyped auf das Spiel. Wirklich ultimativ hyped. Ich hab da richtig Bock drauf. Gib ihm. Schwierigkeitsgrad normal. Pussy. Let's go! Baby, ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Das ist aber eine Liebe. Wir sind Ethan. Das ist der Hauptcharakter. Ethan. Du hattest recht. Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, okay. Such mich nicht. Wir waren wohl gerade nicht Ethan, wir waren die liebe Frau. Hallo? Jonathan Apelt? Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Hey, und damit starten wir in Resident Evil 7 rein. In Louisiana, alles klar, das ist ja hier New Orleans. Das sah auch wirklich so aus. Depp und ich waren ja damals da. Oh. Die Grafik sieht crazy aus. Ganz komische Filter da drauf. So, ich habe alle volle Pulle gemacht, ne? Und man sieht... Hier sollte es sein. Ein sehr stimmiges, schönes Spiel eigentlich. Ja, SD. Ab ins Abenteuer! Oh, das sieht halt genauso aus. Das ist echt cool. Und hier soll jetzt Mia sein. Irgendwo im Sumpf. Und in dieses schöne Haus. In diesem schönen Haus. Spielhinweise an. Mia finden. Ah ja, unsere übliche Karte. Schöne Geräusche. Immer toll. So. Hallo. Das ist voll das riesige Gebäude. Ich weiß ja nicht, ob man hier immer hingehen sollte. Oder ob ich nicht erstmal mal hier gucke. Ich gehe erstmal hier zum Haupteingang. Wahrscheinlich ist der eh verschlossen. Ja. Von ein Schloss, beziehungsweise eine verschlossene Tür. Okay. Ja. Keiner anwesend. Dann. Ah! Hallo? Jemand da? Ethan? Ist auch reden. Idiot. Ja, dann halt nicht. Ich drücke einfach ein Knöpfchen und mache dann gar nichts. Okay.
Also das ist natürlich ein ganz anderes Resident Evil, wie man es halt von Resident Evil kennt. Ja, es ist halt Ego-Perspektive. Outlast ist einfach mal so meine spontane Sache, die mir dazu einfällt. Ich liebe Outlast und Outlast 2 kommt ja auch dieses Jahr raus. Deswegen freue ich mich einfach so sehr über dieses Spiel und möchte später über Resident Evil reden und nicht über Outlast mehr. Dann ist es geil. So. Machen wir das Ding auf. Sewer Gators. Episode 17, Projektvorschlag in ein Geisterhaus von Louisiana. Schließe ich uns an. Join us. Sonst ist hier nichts. Das ist ein Kamerastativ. Was ist denn für Gabel? Nur eine Leine. Accept her gift. Nimm die Gaben an. Ich weiß aber nicht. Wer geht denn hier weiter? Warum sollte ich das tun? In so einen Sumpf gehen. Wer macht sowas freiwillig? Die gehen einem immer noch auf den Sack, ey. Ich bin jetzt hier im Dschungelcamp oder so. Wenn mir gleich Kadalot und Co. entgegenkommen. Dann renne ich aber. Das wäre viel schlimmer als irgendwelche. Ja, süß. Und irgendwo im Sumpf spazieren gehen. Wo? Sagt man nicht Hallo. Hier direkt böse Menschen wären. Alles nette Leute hier. Jui. Täubchen. Oder Raben. Spätestens jetzt sollte der gesunde Menschenverstand da sein und sagen. Hat mich noch nicht gekillt. Das ist ja doch easy, ja. Das Pferde? Was? Und manchmal hat man aber dann doch schon so ein paar Urtexturen, ne? Ja. Aber es ist stimmig. Als ob, man! Das sind Pferde. Yo. Geh mal weiter. Natürlich. Wir gleich aber haben wir das Haus umkurvt, oder? Sowas von. Guck mal hier. Jetzt sind wir endlich da. Wir runterspringen. Let's do this. Ab und gut verbrannt von irgendwelchen Opfern. Näher untersuchen. Naja, Führerschein. Ist der von mir? Oh. Handy aus. Ja, schön. Keine Ahnung. Das sah aus wie mir, ne? Sah schon aus wie mir. Warum sollte man erst nach 3 Jahren ihre Tasche verändern? Gehen wir mal schaukeln, ne? Kann man da schaukeln? Physikeffekte. Nice. I like it. I really, really like it. Ach, guck mal, ja, der Peter hat auch seinen Rollator dabei. Ne, das ist so ein Schlauch, oder? Schlauch auf Roller. Ja, wir gehen einfach mal in ein Dunkel. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das will. Na gut. Leute, das ist Demo. Das ist der Demo-Teil. Das ist der Demo-Teil. Kenn ich mich aus. Rechts gleich die Küche. Was für fieses Zeug da auf dem Boden? Aus.
Gleich niesen. Nicht erschrecken. Was denn? E-Mail von Mia. Achso, das ist tatsächlich Mias Führerschein. Ah ja, okay. Selbst am schwarzen Tanz überzogen. So, das ist dann halt die andere Steuerung. Ja, können wir natürlich nicht öffnen. Führerschein und Schloss. Ja, unsere schöne Küche, ne? Kennen wir noch aus der Demo. Ist halt immer noch leckere Essen drin. Mmh. Oh, Mist! Mist! War so lecker, Mensch. War so goldig. Hier gab's doch bestimmt auch noch geilen Scheiß. Irgendein Mensch in der Tür. Wir durchfühlen immer so einfach irgendwelche Häuser. Kein Problem. Weiter. Hände waschen. Nee. Wir wollen ja kein Wasser verbrennen, ne? Immer noch das leckere. Was ist das denn? Das ist ein Rabe oder sowas, ne? Da haben wir noch die Kotze drin. Wer geht denn da weiter, Mann? Geht nicht in meinen Kopf. Scheiß Horrorfilmspiel. Horrorspiele. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Ja, wer könnte da noch verantwortlich für sein? Da wohl drin. Oh, wie das riechen muss. Lecker, lecker, lecker. Hoch oder runter? Oben war, glaube ich, eine Sackgasse da. Wir drücken. Keine Reaktion. Das ist der Treppenlift? Nee. Ich. Kabel. Irgendwie abgerissen. Eine Videokassette. Das ist schon mal gut. Story ist immer gut. Das. Für speichern. Ein Platz zum Speichern des Spiels auswählen. Yo. Wird gespeichert. Beam. Das ist schon mal gut. Ein Save Point hier. Wo bleibt der erste Schock? Schock. Hier hat die Demo gestartet. Alles cool. Sieht wieder nach Mia aus, ne? Was haben die mit ihr gemacht? Perversen Säcke. Okay, wir brauchen Strom. Nein. Heute nicht. Heute nicht. Da werden wir gleich die Videokassette einlegen. Was haben wir hier noch? Gefängnis von ihr wahrscheinlich. Da ist die wunderschöne Familie. Familie? Keine Ahnung, wie sie heißt. Familie Bösewicht. Kamera. Ach Quatsch. Videokassette. Verfallenes Haus. Let's go! Derelict. Oh. Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos. Pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Na gut. Geh doch mal dahin. Neuer Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay?
Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Sewergators. Der Name ist geil. Passt aber auch zu. Gators. Alligator, Alligator. So, komm, mach die Tür auf und dann werdet ihr schön begrüßt. Laufen wir? Mit netten Freunden. Okay, los geht's. Oder auch nicht. Verschlossen. Wie die Leute mit Eigentum von anderen Menschen umgehen, unglaublich. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Wahrscheinlich. Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Ja, komm. Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Was, man kann also... Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Tja, selbst schuld. Geister im Bayou-Gesicht. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. André, was meinst du? Ja. André? Ja, André ist ja nicht mehr da. André! André! Nicht Clancy, cool. Weißt du, wo André hin ist? Nein, Clancy weiß das nicht. Wo ist er? Komm, los, echt vorwärts. Unglaublich! Ja, der Spacko. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Du bleibst bei mir. Ich halt die Kamera. Boah, wie gruselig das sein muss. Und wie Christian das findet mit... Ja. Was war das denn? Hast du es gehört? Ja, gehört. Ist da Andrew drin? André! Oder André. Andrew. Wo zum Teufel ist der? Na, wo ist er denn? André, wo bist du, Mann? Ja, findest du jetzt einen schönen Geheimgang? Rita. Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Ich würde ohne André einfach gehen. Das ist jetzt von der Idee. Das wäre vielleicht safer für uns alle. Oh, und der geht da weiter. Warum? Ja. Yeah. Schön da unten. Zuerst brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Arschloch. Gut, komm. Gib ihm und, let's go. Schön in den Keller in so komisch Kackhaus da runterklettern, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was siehst du? Was ist? Andrew, André ist hier. Kommt runter. Minimal.
ungesund. Mann! Jetzt könnten wir natürlich daran ziehen. Ich hier Kassette wieder. So. Jetzt könnte ich natürlich daran ziehen und dann weitergehen, aber da will ich jetzt noch nicht weiter. Ich will eben mal kurz hier lang. Ah! Alles klar. Da will ich jetzt nicht weiter. Das wäre ja doof. Wollen wir dann doch mal an dem Hebel ziehen. Ich will das die Länge rauszögern, weil ich jetzt gleich weiß, dass ich mich bestimmt zu Tode einpissen werde. Das ist nicht cool. Gleich. Okay, war das damals auch so? Ich weiß es nicht mehr. Gut ist es nicht. Verdammt. Hab ich hier nicht mehr dran erinnert an den Keller. Scheiße. Ich weiß, es gibt alternative Enden von der Demo. Ich war aber, glaube ich, nie in dem Keller. Lampe. Ein bisschen nass. Eklig. Bestimmt ein Gator wird hier drin sein. Alter, wieso? Und hier weiter. Bitte. Da blubbert dann. Alter! Alles klar. Ist doch super. Ich würde sagen, hier sind so ein paar von mir Personen. Da Mia auch bei. Man weiß es nicht. Hier ist das Gefängnis, was wir auf den Fotos gesehen haben. Julio. Ist ja nice, wie die Leute hier gehalten werden. Gleich geht's los. Gott, die Geräusche werden immer schlimmer. Der Spannungsaufbau ist unglaublich. Na gut, ein paar Spritzchen. Ein Klo. Mia? Lol. Das ist ja echt Mia. Warum schläft die? Was ist denn hier so ein... Ben dead. Harold turned. Arthur turned. Tamara turned. Craig bla 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 bla. Clancy? Clancy ist L. Okay, wir haben keine Mia. Oder ist da auch nochmal... Moment, wir müssen es nochmal drehen. So kann ich auch drehen. Das ist ja super. Mia! Mia ist noch nix. Okay, die hält wohl lange aus. Bolzenschneider, das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Heißt, Mia, ich komme zu deiner Rettung. Mach das Ding auf. Ja, Mann! Gott, hoffentlich ist sie jetzt nicht geturnt, Alter. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Bist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich?
Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Okay. Müssen gehen. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Die Reaktion ist irgendwie komisch dafür, dass man jemanden 3 Jahre dann wieder rausholt aus irgendwas, oder? Naja, egal. Bisschen verstörend. Noch niemand. Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Er hyperventiliert jemand ein bisschen. Gott, muss das schlimm mit VR sein. Bin so gespannt, wie das Christian macht. Wollte mir vorher nichts angucken, um mich nicht spoilern zu lassen. Wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Okay. Dann halt jetzt doch immer nicht. Jetzt mitnehmen. Das ist eine Sackgasse. Ja. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. La Familia? Ah, es ist doch das Dschungelcamp. Scheiße. Dachte jetzt gleich, geht's hier um die Ecke und da steht der Typ da, wetten? Dort ist es. Hier ist es. Was sind wir denn jetzt? Ich kenne diesen Raum. Ah, schön. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. E001, das Versuchsobjekt Nummer 1 oder was? Oh Gott. Mädchen. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Gar nicht Psycho, die Puppe! Gott, ist das bedrückend. Q und E kann ich nicht so zur Seite lehnen oder sowas. Ich glaube, ich soll tatsächlich zu der Puppe, oder? Hübsche Püppchen. Mia? What the shit? Da ist die Tür. Jetzt sind wir am Anfang. Waren wir noch nicht. Gott. Eine lange, lange Treppe. Das ist schön hier. Das ist das Assi, Mann. Wieso ist denn jetzt Nacht? What the fuck? Hallo? 911? Fuck. Fuck. Aber nichts aufmachen. Oben ist nix. Karte des Gästehauses. Das ist gut. Ja, Mann. Okay. Ah ja.
Helle Operationssaal, Abstellraum, Lager. Alles gut aus. Lol, ey, direkt das ganze Gästehaus. Nice. Julio. Hübsch. Sehr hübsch. Hallo im Bad. Könnte ja was sein. Oh, Erste-Hilfe-Arznei. Das ist schon mal gut. Machen wir Erste-Hilfe-Arznei. Nice. Das aufmachen. Oh, hier war aber auch irgendwas drin. Klopft denn da? Scheiß Ernst? Weg. Gehen wir denn jetzt rein? Oh, ins Wohnzimmer gleich, oder was? Als ob ich hier jetzt nicht weit... Muss ich zu diesem klopfenden Scheißding? Dann abfällt in dem Let's Play. Das ist Mia. Mia turnt. Mia ist ganz schön stark. Mia will mich umbringen. Oh, was? No! Linksklick! Hä? Ah! What? Mia, warte! Warte! Alter! Bist du mir? Alter, das ist krank. Also an Outlast kommt es schon nah ran. Der hat mir zwar die Finger abgeschnitten bei Outlast, aber hier wurde mir ein Messer durch meine scheiß Hand gebohrt. Von meiner Freundin. Oh, ist klar, erstmal heilen. Ist das jetzt? Nein! Alter, ist das Exorzismus hier? Okay. Ich muss sie jetzt echt töten. Wir sind alle hier. Okay. Ich muss meine Freundin töten, Mann! Wo stirb! Oh! Mach die weg! Au! Mach die doch mal weg! Ins Gesicht! Was ein Beginn in ein Videospiel. Also. Jetzt geht auf das Telefon. Wenn ich irgendwo mein Leben sehe? Das ist die wichtigste Frage. Ans Telefon gehen. Das ist ein krankes Game. Alter Vater. Der Anfang ist krass. Die lebt bestimmt gleich. Die kommt bestimmt gleich wieder.
Glaube ich nichts mehr. Alter, was ein Anfang. Ah, da oben ist dein Leben jetzt. Steuerung. Einmal uns doch nochmal. Jonathan Apelt? Du hättest echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Die Hölle, Zoe. Ich kenne nicht weiter. Oh, da kommt bestimmt jetzt wer. Dass die Verteilung rechts liegt. Wurde mir nicht gesagt. Oh. Lol. Nice. Wie schlägst du denn hin? Der immer gleich? Geil, dass man hängen bleibt, ey. Ist cool. Okay. Ja. Tür geh auf. Kann ich mir nicht... Das ist ein Holzhaus. Warum kann ich mich den Weg frei hacken? Oh, jetzt ist hier auch noch die Tür auf. Oh. Ach, hier sind wir jetzt. Ist das wo? Ach so. Heimgang Wohnzimmer. Ja, oben lang oder was? Waren wir aber schon. Nichts Neues. Wir haben den Seitenschneider, ja, wir können da hinten in die Küche. Das ist eine gute Idee, das mal. Wie schnell Nacht geworden ist, ey. Das ist schon krass. Hier ist nix. Dann ruf das Ding. Knack. Cool. Ruf da die Kacke. Aha. Eine Sicherung. Genau das wollen wir doch haben. Wissen wir auch genau, wo wir hin müssen. War ja schön aufgepasst. Ab ins Wo. Welcome back, Mia. Herz gewusst. Gleich wieder kämpfen. Ja, Mäuschen. Zicken. Okay. An. Ah, jetzt kann ich den Knopf drücken. Erster Floor, zweiter Floor, Stairs, third Floor. Achso. Geht's auch. Oh, nicht auf den Sicherungskasten schlagen. Dann gehen wir die Treppen hoch. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Dass du nicht tun darfst. Das tat verdammt weh. What the fucking jetzt hell? Sehen wir mal, was du willst. What? Darf ich das überhaupt zeigen? Krank. Was mache ich denn? Alter, deckt es doch ab! Alter! Okay. Tut schon nicht mehr, oder was?
Alter, ist das ein krasser Scheiß. Alter. Okay, es ist krasser als Outlast. Ja, noch mal einen draufgesetzt. So. Dachboden. Über den Dachboden kommen wir raus. Ja, Pistole und Pistolenmunition. Hört sich super an. Ob ich mir meinen Arm wieder dran nähen kann, weiß ich ja nicht. Okay, gut. Okay. So, ich hab quasi volles Leben, oder was? Ach, der schießt von alleine. Oh, fuck. Ich dachte, ich könnte damit schlagen oder sowas. Als Nahkampf. Sie es zielen müssen. Scheiße. Ja. Eine Munition weniger, aber braucht schon Kugeln. Ein paar Headshots verteilen. Kein Problem. So, Rettung. Oh, jetzt hast du ja auch noch diese ganzen... Pistolenmunition, nice. Jetzt hast du hier die ganzen Puppen. Das ist krank. Was war das denn für ein Geräusch? Ich weiß nicht, ob wir hier rauskommen. Ehrlich zu sein. Aber... Nochmal Pistolenmunition, nice. Alter! Okay, das ist ja egal, ob wir jetzt verschossen haben oder nicht. Nice. Guck mal, ich kann die wegschieben. Axt. Wer ist da? Was drin? Los! Ruf die Kacke! Hey, alles hier zerstören? Nee. Nicht alles. Aber solche Kisten kann man zerstören. Okay, gut zu wissen. Ah ja. Haben wir noch ein paar Kisten? Wir haben jetzt tatsächlich noch ein paar Kisten. Da, wo was drin ist. Vielleicht ist da ja was drin. Meinst du, war hier nicht eine Kiste? Da ist es. Wir gerade im Axt-Modus. Irgendwie... Kann man... Ich kann ja alles umwerfen. Kann ich diese Dinger auch köpfen? LOL! Okay, ich kann sie auch zerstören. Doch, dann gehst du unterwegs nicht mehr auf den Sack. Alles scheiße hier. Mein Arm ist ab. Wir hauen erstmal hier alles kaputt. So. Okay, schade, ist doch nichts drin. Hätte ja sein können. Ist da einem belohnt. Die alte ist hier. Nicht hoch. Nicht hoch. Runter. Warum geht sie denn nicht? Wo ist sie denn? Ah! Halt die Fresse! Nicht cool. Wie lange lebt der nach? Oh Gott! Yo, Alter, überlebt doch noch mehr Headshots! Jawohl! Nee, 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 bleib mal schön stehen, Bitch. Alter, Aschen. Sie zählen auf mich! Alle zählen auf mich! Ich will nicht mehr. Was ist das denn? Wieso ist das Ding oben? Was tut er denn? Okay, erstmal den Stumpf ein bisschen. Stumpf ist rum. Hi. Anderer Weg. Nein. Keine Wahl. Keine Wahl. Das ist so krass. Der Kern muss zerstört werden. Was für ein Kern? Hier ist... Kein Ausgang. Nein! Hallo?
dass die KI auch nicht schießen. Ich liebe dich. Ist sie jetzt endlich tot? Was ist denn für ein Qualm da? Okay, kann man nicht treffen. Die Kettensäge hätte ich aber ganz gerne. Aber die kann ich eh nicht mit einem Hand bedienen. Scheiße. Oh, was ein sickes Game. Und, oh! Familie, Junge.